So, ich gehe davon aus, dass Sie alle das kleine Büchlein kennen, Der kleine Prinz. Wer kennt den kleinen Prinzen? Den kennen fast alle. Und vielleicht erinnern Sie sich an dieses Bild, an diese Zeichnung. Die kommt gleich einmal auf den ersten Seiten vor. Und so wie der Handel, bis auf Weiteres, der Austausch von Waren und Dienstleistungen und Geldwerten ist, so ist das bis auf Weiteres ein Hut. Geschätzter Präsident Walter Amort, caro Vice Presidente, sehr geehrte Ehrengäste, Mitglieder des HDS, liebe Gäste, ich habe es mir heute zum Ziel gesetzt, über das Thema Selbstverständnis zu reden. Und bevor man über das Verständnis für andere spricht, braucht man immer ein Selbstverständnis. Man muss wissen, wofür man selbst steht, um dann anderen begegnen zu können. Wir wollen sozusagen gemeinsam in der nächsten halben Stunde unter diesen Hut blicken und beginnen mit einer kleinen Selbstanalyse. So als Touristiker habe ich mich diesem Thema genähert und habe für den Handel einmal drei Ebenen definiert, die in ihrer Wertigkeit sich in der Zeit ändern, aber allesamt immer wichtig sind. Die erste Ebene, die Grundebene, ist die Bedarfsdeckung. Und in einer Phase oder in einer Zeit der permanenten Verfügbarkeit von allem könnte man ja sagen, die Bedarfsdeckung, die kannst du eigentlich streichen. Doch wenn in einem kleinen Dorf der letzte Lebensmittelmarkt zusperrt oder wenn man um 3 Uhr nachts Zahnschmerzen hat und schnell in die Apotheke muss, dann merkt man, dass Bedarfsdeckung etwas ist, was jeden Tag für jeden Menschen da ist. Sie erinnern sich, als vor 2 Jahren Traktoren die ganzen Autobahnen in Italien blockiert hatten und es gab plötzlich keinen Joghurt mehr. Also Bedarfsdeckung ist etwas, das auch wenn es sozusagen alltäglich da zu sein scheint, nicht so selbstverständlich ist, wie wir glauben. Das nächste ist die Wunscherfüllung. Die Wunscherfüllung, das ist wahrscheinlich seit jeher der intrinsische Treiber des Handels. Menschen haben kleine und große Wünsche, die sie sich erfüllen. Und das ist auch der Grund, warum jemand die dritte und die vierte Jeanshose kauft, warum man eine zweite Sonnenbrille braucht und auch einmal in den Urlaub fährt. Die Wunscherfüllung ist eine Grundlage für den Handel. Auf der obersten Ebene würde ich jetzt das Erlebnis setzen. Das Erlebnis ist schon ein bisschen mehr als Wunscherfüllung. Das Erlebnis ist für mich nichts anderes als der Ausdruck einer Sehnsucht, die jeder Mensch hat, in seinem Leben Dinge zu erleben, und Erlebnisse geben dem Leben eigentlich Wertigkeit, und da drinnen ist auch der Begriff Wert, und ganz am Ende auch Sinnhaftigkeit. Diese drei Ebenen sehe ich im Handel. Immer alle drei, nur in der Zeit ändert sich deren Gewichtung. Werfen wir jetzt auf einen Blick auf denjenigen, mit dem Sie es alltäglich zu tun haben, auf den Kunden. Der Kunde, und das weiß ich als Touristiker, der ist sehr hybrid. Vor allen Dingen ist er heute sehr, sehr individuell. Und jeder einzelne Kunde möchte in seiner Individualität begegnet werden. Und wenn man es noch genauer sagt, dann leben wir heute in einer massenhaften Individualität. Denn jeder Mensch möchte individuell sein und trotzdem haben alle dasselbe iPhone. Fast eine hybride Situation, in der unsere Gesellschaft ist. Und im Handel können Sie wahrscheinlich ein Lied singen von dieser Individualität. Wenn Sie den Schuh in 7 Farben haben, dann möchte Ihr Kunde die 8. Farbe. Das nächste ist die Multioptionalität. Wir geben 75 Euro für eine Gesichtscreme aus. Ein Liter kaltgepresstes Olivenöl darf aber nicht über 5 Euro kosten. Und vielleicht eine Woche später halten wir es schon genau umgekehrt. Das ist eine große Herausforderung, nicht nur für Markt- und Meinungsforscher, das ist eine große Herausforderung für den ganzen Handel. Sie alle kennen das Bild, das wir schon oft gelesen haben in der Tagespresse, der famose Porsche, der vor dem Discounter geparkt ist. Ich bin ein hybrider Kunde, heute günstig, morgen teuer und am Tag darauf ist es schon wieder anders. Die Multioptionalität, die wird noch getrieben, die wird noch gefördert durch die Digitalisierung. Ich habe permanent alles da. Und die Digitalisierung, die leitet mich zu dieser Unabhängigkeit von Raum und Zeit. Ich habe heute die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, mir meine kleinen und großen Wünsche zu erfüllen. Ich kann im Internet, auf meinem Handy, auf meinem Laptop, auf meinem iPad Dinge einkaufen. Ich kann sie bestellen und wenn sie kommen, kann ich sie zurückschicken.
Ich bin völlig unabhängig von Raum und Zeit. Also ein Kunde, der sehr, sehr schwer in ein Schema zu fassen ist. Man kann nicht mehr von klaren, hierarchisch gestaffelten Zielgruppen sprechen. Man kann im allerhöchsten Falle noch von Milieus sprechen. Das Zukunftsinstitut hat das einmal so dargestellt. Wir sind in den 60er Jahren vom Produkt gestartet. Das war die Nachkriegszeit. Jede Familie brauchte eine Waschmaschine, später eine Spülmaschine, Pfannen, Töpfe und so weiter. Es ging dann weiter sozusagen im zweiten und dritten Produkt, da sprach man dann schon vom Konsum. Die Emotion kam so in den 80er Jahren davon, als man begann vom Erlebnishandel zu sprechen, von den Erlebniskaufhäusern. Und wir sind jetzt, und ich habe es davor angesprochen, wenn ich von dieser Wertigkeit gesprochen habe, auf der Ebene des Sinns angelangt. Wir sind gerade in Europa in einer Zeit, wo es nicht mehr um das Müssen geht, sondern es geht nur mehr um das Wollen. Die Wertigkeit hat nicht mehr das Produkt, sondern die Wertigkeit hat das, was ich mit diesem Produkt erleben kann, was ich mir von diesem Produkt erwarten kann. Und Louis Vuitton macht keine Werbung für Koffer und Reisetaschen, sondern Louis Vuitton erzählt Geschichten darüber, auf welchen Reisen diese Koffer begleiten. Die Sinnhaftigkeit, das ist das oberste Prinzip, das uns alle auch in unserer Rolle als Kunden leitet. Schwenken wir, weil wir heute von Selbstverständnis sprechen, auf den Blick des Handels selbst. Wir haben es schon gehört, der Handel steckt in Südtirol, aber global in einem intensiven Wandlungsprozess. Ganz zuerst möchte ich den Onlinehandel nennen, weil ich davon überzeugt bin, dass der Onlinehandel nicht den Einzelhandel, den stationären Handel beeinflusst, sondern er revolutioniert ihn. Er wird ihn umdrehen. Und der hier anwesende HGV-Präsident Manfred Binsker wird mir darin recht geben, als vor 10 Jahren die Online-Buchungen begonnen haben, dann waren wir uns alle sicher, dass das nur etwas für die Stadthotellerie ist, für Businessreisende, die ganz schnell einmal übernachten müssen. Und 10 Jahre später wissen wir, dass die Online-Buchung die Hotellerie revolutioniert hat. Vor 5 Jahren dachte noch niemand daran, in der Privatwohnung eines anderen in Paris übernachten zu können. Heute wissen Sie alle, was Airbnb ist und Sie alle haben morgen die Möglichkeit, in einer Privatwohnung in Paris zu übernachten. Und die Gesetzgebung, die Besteuerung solcher Angebote, die kann natürlich nur hinterherhinken. Denn der Markt, die Ideen sind immer viel, viel schneller. Also der Onlinehandel ist ein Faktor, der wesentlich wirken wird. Das nächste ist das ganze Thema Ketten und Handelsmarken. Beides hat sich in Südtirol, ich würde mal sagen, mit einer gut 10-jährigen Verspätung angefangen zu etablieren. Ich kann mich erinnern, als in Meran die erste Filiale von H&M und von Zara eröffnet hat, das war in Meran in unserer Stadt schon ein großes Ereignis. Diese Handelsketten werden von den einen mit einem lachenden, von den anderen mit einem weinenden Auge gesehen ist. Fakt ist, dass sie sich in den Ortszentren ausbreiten, dass sie sich in den Einkaufszentren ausbreiten und dass sie eine Wirkung auf den davor dagewesenen Handel haben. Fakt ist auch, dass Handelsketten immer mehr auch mit eigenen eigenen Marken arbeiten und damit auch zu einem Problem für Produzenten, für Hersteller werden. Das dritte sind die Rahmenbedingungen. Wir haben es davor gehört von Landeshauptmann Kompatscher. Die sind einem ständigen Wandel unterzogen. Man kann fast von einem Auf- und Absprechen. Und wir haben auch in der Eingangsrede vom Präsidenten gehört, das, was wir uns wünschen, ist Klarheit, Beständigkeit. Wir müssen ja eine bestimmte Planungssicherheit haben. Der vierte Punkt ist der Kosten- und Erfolgsdruck. Wenn es vielleicht früher einmal so war, dass man in seinem Geschäft stand und dann nicht nervös wurde, wenn die Umsätze am Ende des Tages nicht stimmten, weil man war ja Eigentümer der Mauern und es hat ja die Familie gearbeitet und man hatte ja sowieso noch zu leben, dann ist das heute eine völlig andere Situation. Mieten, Nebenkosten, Mitarbeiterkosten, Steuern und so weiter, die führen auf der anderen Seite automatisch zu einem Erfolgsdruck, der ganz unabhängig ist von individuellen unternehmerischen Zielen. Auch das tut etwas mit dem Handel. Das ist so ein bisschen ein Blick auf den Status quo der Branche. Ich möchte noch ganz kurz etwas zum Umfeld sagen. Mittlerweile leben mehr als 50% aller Europäer in Städten über 100.000 Einwohner. In Italien sind es schon rund 70%. 70% aller Italiener leben in Städten über
100.000 Einwohner. Und man könnte sagen, in Südtirol ist das kein Thema. Leider ist das auch in Südtirol ein Thema. Beispielsweise hat das Ultental einen Abfluss von 4-5% der Bevölkerung jedes Jahr. Auch in Südtirol gibt es eine ganz klare Konzentration auf die Städte. Die Landflucht ist nicht nur außerhalb Südtirols, ist auch im eigenen Land ein großes Thema. Und das hat Vor- und Nachteile, stellt auf jeden Fall Städte vor sehr großen Herausforderungen. Auf Ebene der Mobilität, auf Ebene des Wohnens, aber eben auch auf Ebene des Handels. Und ich bin davon überzeugt, dass diese momentane Veränderung, die auch wirkt, beispielsweise auf Masterpläne, die plötzlich für Städte geschrieben werden, auf neue Mobilitätskonzepte, auf kostenloses Wi-Fi in der ganzen Stadt, die wirkt auch auf den Handel und stellt aus meiner Sicht eine sehr, sehr große Chance, eine sehr große positive Herausforderung für den Handel dar, weil Handelsflächen zunehmend auch zu Lebensräumen für Menschen werden. Wenn es nicht mehr die Wiese vor dem Haus im Dorf ist, dann kann es vielleicht auch zum Teil ein Geschäft sein und eben nicht immer nur das Café. Also auch das örtliche Umfeld ganz, ganz klar im Wandel und deswegen gut anzuschauen. Wir haben es auch gehört in Bezug auf die einzelnen von Stadtviertel von Bozen. Stadtentwicklung heißt nicht Innenstadtentwicklung. Stadtentwicklung muss man im Gesamten verstehen. Kommen wir von diesen eher allgemeinen Aussagen auf das Potenzial für Südtirol. Mit wem hat es der Südtiroler Handel zu tun und was sind Handlungsfelder, die ich herausgefunden habe? Nun, auf Ebene der Zielgruppen, der Kunden, sehe ich ganz klar, und da werden Sie mir beipflichten, zwei ganz große Kundenschichten. Zum einen ist es der Tourismus und die im Jahr 2015 von SMG und HGV herausgegebene Umfrage vom Unternehmen MarketMind hat ein paar sehr, sehr interessante Ergebnisse zutage gefördert. Wir Touristiker glauben, dass alle 6 Millionen Gäste, die nach Südtirol kommen, primär zum Aktivurlaub kommen. Das heißt im Winter zum Skifahren, im Sommer zum Wandern. Und auch unser eigenes Selbstverständnis war es, eine Wander- und Skidestination zu sein. Diese Studie hat uns eigentlich eines Besseren gelehrt. Wir sehen hier der Aktivurlaub mit 9%, das Thema Städtereise mit 35%. Und genau in der Städtereise sehe ich auch eine sehr große Chance für den Handel. Hier sehen wir die Shopping-Einkaufsreise fast gleich auf mit dem Aktivurlaub. Das ist die Sicht unserer Gäste des deutschen Marktes. Das heißt, der deutsche Gast, das betrifft die deutsche Reiseanalyse vom Jahr 2013-14, ist nicht primär, wenn er an die Alpen denkt, auf das Thema Wandern und Skifahren fixiert, sondern er sieht auch für die Alpen, in dem Fall für Südtirol, das Thema Städte, Ausruhurlaub, Kulturreise und erst dann kommt der Aktivurlaub. Hier eine Folie aus der Studie selbst und da sehen wir, ganz oben gibt es drei Bereiche, wo die Studienautoren hohes Potenzial für Südtirol sehen, wo sie Südtirol sogar in grün als Aushängeschilder bezeichnen. Und das sind die Bereiche Entspannen, Wellness und Stadtbesichtigen. Und ich habe gerade erst gestern mit HGV-Direktor Thomas Gruber darüber kurz gesprochen. Das Thema Stadtbesichtigung hätten wir uns so nicht gedacht, dass das so weit oben steht. Und wenn man von Stadtbesichtigung spricht, dann kann man auch einen Strich machen, Dorf-Ort-Besichtigung, und dann ist man auch sehr, sehr nahe am Handel. Aus diesem Grund ist für mich der Tourismus bisher und auch in Zukunft eine sehr, sehr wichtige Zielgruppe für den Handel. Der Einheimische. Das ist der, auf den man das ganze Jahr zählen kann. Das ist aber auch ein bisschen der Nörgler, der eh schon alles weiß, den man kennt. Das ist die Basis, der ist treu und den braucht man. Ohne den Einheimischen würde der Handel nicht funktionieren. Und ich wage zu behaupten, dass es in Südtirol nur sehr, sehr, sehr wenige Geschäfte gibt, die mehr als 80% ihres Umsatzes ausschließlich mit Gästen machen. Der Einheimische ist für mich auch auf Ebene unserer Lebensraumstrategie ein besonders wichtiger Gast, weil Gäste am Ende nur dorthin gehen, wo auch Einheimische hingehen. Und ein Geschäft, das zu 100% nur Souvenirs für Gäste verkauft, ich weiß nicht, ob ich als Gast dorthin gehen würde. Aus diesem Grund sind wir Südtiroler, wir 500.000, weiterhin für den Handel eine ganz wichtige Grundlage. Dazu könnte man als dritte Zielgruppe, die auch nicht zu unterschätzen ist, noch Tagesreisende zählen. Nun, was sind die 5 Handlungsfelder, die 5 Potenziale, die ich sozusagen als Touristiker
für den Handel sehe. Zum Ersten ist es das Thema Regionalität. Und wenn ich Regionalität sage, dann meine ich nicht nur regionale Produkte, sondern eine ganze Reihe, eine ganze Vielfalt von Aspekten, die mit Regionalität zusammenhängen. Das Nächste ist das ganze Thema Ambiente. Und das möchte ich dann noch einmal in Bezug auf den Onlinehandel erwähnen. Service, Kooperationen und der Onlinehandel selbst. Aber lassen Sie mich diese fünf Punkte ganz kurz vertiefen. Das Erste ist das Thema Regionalität. Regionalität ist die Antwort von vielen Menschen auf die globale Vernetzung der Welt. Wir haben ein sehr, sehr großes Bedürfnis nach Grenzen, nach engen Räumen, nach Bekannten. Und der Wunsch nach Regionalem hat der Wunsch nach Biologischem schon lange überholt. Aus diesem Grund ist die Landwirtschaft, das Handwerk, der Handel sehr, sehr gefragt, dieses Thema der Regionalität gerade in Südtirol sehr stark zu spielen. Und wenn ich Regionalität sage, dann meine ich primär natürlich regionale Produkte. Aber einige, die hier sitzen, werden sagen, ich habe ein Sportgeschäft und es gibt einen regionalen, sehr großen Produzenten, der in Südtirol sitzt, aber auch nicht in Südtirol produziert. Aber wenn ich vielleicht ein Schuhgeschäft habe, dann werde ich mich sehr schwer tun. Das heißt, die Produkte sind für mich die Basis, die Grundlage, die aber nicht für alle Geschäfte in Frage kommen. Das nächste, ein sehr interessantes Thema, wo wir sehr viel aus unserer Nachbarregion Vorarlberg lernen können, ist das Thema der Einrichtung. Warum nicht mit dem lokalen Handwerker die Einrichtung des Geschäftes planen und es auch so etikettieren? Eine Plakette hinhängen und sagen, das hat mein lokaler Tischler, das hat mein lokaler Handwerker für mich quasi maßgefertigt gebaut. Die Einrichtung, das Ambiente ist auch ein Statement für den Händler selbst. Und das Dritte ist die Bekenntnis, das Statement, ein Südtiroler Geschäft zu sein. Es gibt die Möglichkeit beispielsweise auch für Handelsunternehmen, dieses Label, ein Unternehmen aus Südtirol, zu beantragen. Es gibt die Möglichkeit, das auch irgendwo im Geschäft anzubringen und sich damit ganz klar als Südtiroler Unternehmen zu profilieren. Und das ist aus meiner Sicht auch eine sehr gute Möglichkeit, um sich vielleicht von dem Nachbargeschäft, das dann eben die internationale Kette ist, klar zu differenzieren. Service und Ambiente. Das ist für mich die Schlüsselposition jener Bereich, wo sich der Handel absolut vom Onlinehandel unterscheiden kann. Sie wissen, Onlinehandel ist unglaublich bemüht, mit immer besser werdenden Algorithmen, mit immer besser werdender Technologie diesen Service anzubieten. Ich kann online mich schon beraten lassen, ich kann im Chat mit einem Verkäufer sprechen, ich kriege Produkte zu dem empfohlen, was ich soeben ausgesucht habe und trotzdem kann kein Algorithmus der Welt das menschliche Gespräch und das Ambiente ersetzen. Und aus diesem Grund ist niemals genug investiert von einem Händler in das Ambiente seines Geschäftes beziehungsweise in den ganzen Bereich Beratung und Service. Ich habe hier eine Folie von Professor Bechlaner mitgebracht, der ja auch aus dem Bereich des Tourismus kommt und dort zwei Ebenen gegenüberstellt. Auf der einen Seite die Gastfreundschaft, diese natürliche persönliche Gastfreundschaft, die der eine mehr und der andere weniger hat. Und das andere ist die Gastlichkeit, die Professionalität. Und wahrscheinlich finden Sie bei diesen internationalen Ketten weitgehend Gastlichkeit, Professionalität, weil die Mitarbeiter auf das hingetrimmt sind. Die müssen lächeln. Gastfreundschaft ist aber etwas anderes, als lächeln zu müssen. Und Professor Bechlaner stellt es so dar, man hat Exzellenz erreicht, wenn Professionalität und Persönlichkeit zusammenkommen. Dann gelingt es, den Mensch zu begeistern. Und das gelingt keinem Computer. Auch die ständige Verfügbarkeit von Onlinehandel kann nicht dieses Lustprinzip ersetzen, das durch die persönliche Begegnung zwischen zwei Menschen entsteht. Händler agieren auch als Filter. Wenn ich im Internet ein Produkt suche, dann habe ich zunächst einmal alles zur Verfügung. Wenn ich in ein Geschäft komme, dann habe ich das gute oder das schlechte Gefühl, dass jemand für mich vorab gewählt hat. Ich habe ja nicht alles, sondern ich habe eine Auswahl. Und ich muss mich darauf verlassen können, dass er die richtige Auswahl getroffen hat. Und ich habe hier nur einige wenige von sehr vielen Kriterien hingeschrieben, die für Konsumenten heute wichtig sind. Da ist einmal die Wertigkeit des Produktes. Die Wertigkeit unabhängig vom Preis. Welchen Wert hat dieses Produkt? Wie lange hält es? Wie gut funktioniert es?
wird dieser Drucker nach genau 100 Betriebsstunden nicht mehr funktionieren? Würde mir das der Händler offen sagen? Wie ökologisch ist es? Oder ist diese Frage für dieses Produkt überhaupt kein Thema? Ist das Produkt seinen Preis wert? Hat der Händler den Mut, mit mir diese Diskussion zu führen? Und das ist eine sehr individuelle Frage. Für jemanden, der 10-mal im Jahr Fahrrad fährt, ist ein Carbonrad für 10.000 Euro den Preis nicht wert. Für jemanden, der 100-mal im Jahr Fahrrad fährt, ist das Carbonrad für 10.000 Euro sehr wohl seinen Preis wert. Man kann diese Frage nicht allgemein beantworten. Und hier ist der Kunde verschwunden, obwohl er der Wichtigste ist. Ist das Produkt passend für den Kunden? Eine sehr individuelle Frage, die am Ende das Internet nicht beraten kann. Welchen Bergschuh brauche ich? Und Sie alle wissen, es gibt Bergschuhe, die sind ganz klein und ganz leicht und die sind wunderbar für einen Wahlweg. Und es gibt Bergschuhe, die sind ganz schwer und ganz klobig. Und da hat man aber vielleicht auch eine größere Marge drauf im Verkauf. Was empfehle ich dem Kunden? Für mich eine Schlüsselposition. Und denken Sie daran, dass der Kunde, der zu Ihnen kommt, in sehr vielen Fällen, vor allen Dingen, wenn das Produkt einen bestimmten Preis hat, mindestens gleich gut informiert ist wie der Händler, wenn nicht noch besser. Und da spreche ich jetzt von mir selbst. Wenn ich ein Produkt kaufe, das mich interessiert, dann bin ich wie ein Falke. Dann habe ich mich sehr, sehr gut vorbereitet. Mit meinen Freunden, im Internet, in Foren, bei der Website des Herstellers. Und ich stelle den Händler auf die Probe. Ich frage ihn und ich schaue, was er mir antwortet. Und bin dann extrem positiv überrascht, wenn der Händler die Probe standhält und in Wahrheit noch mehr weiß als ich und mich wirklich gut berät. Weil dann entsteht das, das im Internet nie entstehen kann. Dann entsteht Vertrauen. Und Vertrauen ist die Grundlage für Bindung. Und dann rückt der Preis plötzlich in den Hintergrund. Ich habe es schon angesprochen, das Thema Ambiente. Harry Gatterer, ein gebürtiger Brixner, wohnhaft in Wien und Direktor des Wiener Ableger des Zukunftsinstituts, sagt es, es gibt ein großes Missverständnis, und zwar die Individualisierung lebt immer vom Kontext und nie vom Produkt. Ein ganz einfaches Beispiel. Viele Menschen haben heute ein iPhone und trotzdem hält sich jeder für einen Individualisten. Es ist aber ein großer Unterschied, ob Sie dieses iPhone dort unten im Mediamarkt gekauft haben oder ob Sie dieses iPhone im Apple Store von New York gekauft haben und das dann auf Facebook posten und Ihren Freunden erzählen. Der Kontext macht den Unterschied. Die Jeans, der Schuh, die Menge aller Produkte sind Massenprodukte, Convenience-Produkte, machen nicht den Unterschied. Aber das Ambiente, das schon. Die Frage ist, welche Kraft hat der Platz, an dem Sie verkaufen? Und denken Sie an Ihr eigenes Geschäft und dann denken Sie an Ihr Lieblingsgeschäft und warum Sie da immer wieder gerne hineingehen. Und die Produkte sind nur ein Teil des Grundes. Es gibt noch andere Parameter, noch andere Argumente, die einem Ort zu dem machen, dass er ist. Das ist die Architektur, das sind die Rituale, die dort stattfinden, das ist die Erfahrung, die Sie dort machen, das sind aber auch Gerüche, das ist Musik und so weiter. Und das alles kann man auch von den großen Handelsketten lernen. Nur die machen das mit einer Perfektion und mit einem Standardisierungsgrad, dass es in Wahrheit sehr oft das Ziel verfehlt, weil es nicht mehr authentisch ist. Wenn Sie dagegen eine Symbiose spüren zwischen dem Händler und dem Geschäft, weil die perfekt zusammenpassen, weil das Geschäft genau das widerspiegelt, was der Händler eigentlich vom Wesen, vom Menschen her ist, und Sie finden einen Bezug zu diesen Menschen, dann hat dieser Händler einen Stammkunden gewonnen. Deswegen ist aus meiner Sicht das Ambiente in Kombination mit der Beratung die große Chance, eine gute Alternative zum Onlinehandel zu sein. Alles andere ist es nicht, am wenigsten der Preis, die Verfügbarkeit und die Lieferzeit, weil ich habe kein Problem, 3 Tage auf ein Produkt zu warten. Wenn ich aber diesen Vorteil sehe, im richtigen Kontext das Produkt zu kaufen, dann ist es mir das wert. Für mich war es persönlich, ich habe heute darüber nachgedacht, das letzte Mal ein Mountainbike. Ich kaufe ungefähr alle 7 bis 8 Jahre ein neues Mountainbike, bin ein sehr engagierter Mountainbiker und das ist für mich jedes Mal ein Fest, weil ich es immer beim gleichen Händler kaufe, immer beim gleichen Verkäufer und dann immer wieder mit diesem Rad dorthin komme zum Service und einmal brauche ich da neue Handschuhe, einmal eine neue Hose und immer zeigt ihr mir das neue Modell und möchte es mir nicht verkaufen, weil er ja weiß, dass ich es nur alle 7 oder 8 Jahre wechsle. Aber dann kommt wieder diese Vorfreude. Und das ermöglicht Bindung. Und ich könnte dieses Fahrrad, weiß Gott,
günstiger im Internet haben. Das interessiert mich aber nicht, weil ich das Gefühl habe, in diesem Händler einen Partner, einen Alliierten gefunden zu haben. Kooperationen und Netzwerke. Da sind wir Südtiroler ja schon nicht schlecht aufgestellt. Mir fallen jetzt ganz spontan die ganzen Weihnachtsaktionen ein. Dererlei gibt es viele, sehr zur Freude der Autohändler wahrscheinlich. Trotzdem ist in diesem Bereich sehr, sehr viel Potenzial drinnen, gibt es immer neue Möglichkeiten für Kooperationen, gerade für Einzelgeschäfte. Auch da kann man vielleicht von Ketten ein wenig lernen. Netzwerke beispielsweise mit dem Tourismusverein. Und gerade im Gebiet, wo ich arbeiten darf, im Meraner Raum, ist das eigentlich in fast allen Orten so, dass der Tourismusverein mit dem Handel kooperiert. Und dann entstehen so Dinge wie lange Einkaufsabende, wie Feste und so weiter und so fort. Und das ist manchmal mühsam. Das bringt meistens auch keinen direkten Umsatz, aber es bringt einen indirekten Return. Es bringt aber auf jeden Fall, dass zwei Branchen zusammenarbeiten, Verständnis füreinander aufbauen und dann eben auch diese gegenseitige Empfehlung aussprechen, von der heute schon geredet worden ist. Ja, Kooperationen mit Händlern derselben Branche, auch das gibt es in Südtirol beispielsweise im Sportbereich, im Elektronikbereich, das gibt es auch im Großen, das kann man von diesen ganz Großen wie Intersport lernen. Aus meiner Sicht sehr, sehr spannend, auch im kleinen Bereich von einzelnen Geschäften, die über unser Land verteilt sind. Kooperationen mit dem Nachbarn, vielleicht mit einer Parkgarage, wo man die Parkkarte geben kann. Vielleicht mit einem Café, wo man dem Kunden nicht den Nespresso, sondern den frischen Macchiato von der Bar anbieten kann. Ich finde diese Dinge sehr, sehr interessant, weil sie Stadtvierteln, Ortskernen ein besonderes Flair geben. Wenn es solche Kooperationen gibt, wo ein Geschäftsmann aus seinem Geschäft rausgeht, zum nächsten reingeht, etwas holt und wieder zurücklauft. Das ist alles sehr, sehr menschlich. Und das ist genau das, dass diese Sehnsucht bedient, von der ich gesprochen hatte. Und vielleicht auch Kooperationen mit Kundengruppen. Ganz spontan sind mir Vereine eingefallen. Ich, Geschäft, bin der offizielle Partner dieses Vereins. Ich statte ihn aus, ich berate ihn. Er kann sich auf mich verlassen. Er kriegt von mir die richtigen Produkte zu einem fairen Preis. Ich sage Ihnen da nichts Neues, das alles kennen Sie. Und Sie haben vielleicht mit allem schon gute und nicht so gute Erfahrungen gemacht. Ich bin davon überzeugt, dass Netzwerke und Partnerschaften in der heutigen Wirtschaft für Kleinbetriebe ein Muss sind und nicht nur eine Option. Als letztes habe ich mir den Bereich online aufbewahrt. Da kann jetzt ein kleiner Südtiroler Händler sitzen und sagen, was willst du mir von online erzählen, wo es doch Amazon und Zalando und so weiter schon gibt. Nun, ich zeige Ihnen eine Studie, da komme ich dann auch noch dazu, des Deutschen Handelsverbandes. Demnach sagen 47% aller befragten Kunden, das Geschäft mit regionalen Kunden habe eine besondere Bedeutung. Was heißt das? Das heißt, dass in unserem Falle Südtiroler bei ihrem Online-Shop in Südtirol ein Produkt kaufen. Und da könnte man auf die Schnelle sagen, der könnte ja direkt zu mir kommen. Hat er aber nicht immer Lust und hat er nicht immer Zeit. Und ich mag auch vielleicht nicht zu jedem Zeitpunkt mit jemandem sprechen und mit jemandem etwas diskutieren. Es gibt möglicherweise Situationen, wo ich das Produkt bei meinem Händler des Vertrauens online bestellen möchte. Und ich kann Ihnen sagen, dass ich beispielsweise auch jemand bin, der so etwas macht. Ich bestelle manchmal Produkte im Online-Shop von Sportler. Und ich wohne 500 Meter entfernt von der Sportlerfiliale Meran. Ich könnte sie mir dort direkt holen oder ich könnte sie mir von einer anderen Filiale bestellen lassen. Aber ich bin nicht jemand, der so gerne immer ins Geschäft geht, also bestelle ich es mir am Online-Shop. Ich weiß aber, wenn dieser Tourenski dann zu wechseln ist, wenn es darum geht, auf diesen Tourenski die Bindung zu schrauben, dann kann ich in die Filiale hingehen und kann das dort machen. Und auch da kann man von den Großen lernen. Mediamarkt macht das beispielsweise. Man kann das Produkt online anschauen. Sie wissen, Sie werden bei Medienmarkt nie einen Berater bekommen, aber online können Sie sich sehr gut anschauen und dann bei Mediamarkt vor Ort abholen und Cash bezahlen. Das ist gerade für junge Menschen wichtig, die keine Kreditkarte haben. Warum diese Bedeutung des Online-Handels? Das ist die famose Maslow'sche Bedürfnispyramide. Das sind ganz unten diese Grundbedürfnisse, Schutz, Wasser, Essen, psychologische Bedürfnisse und ganz oben steht die Selbstverwirklichung. Und hier haben wir diese aktuelle Variante unserer Pyramide. Als Grundbedürfnisse werden Wi-Fi und Battery angegeben. Sie wissen, wie Sie sich fühlen, wenn in Ihrem Handy das Batteriezeichen rot wird.
dann werden sie nervös und fragen irgendjemanden, ob es eine Steckdose gibt, ob es ein Kabel gibt oder irgendetwas Ähnliches. Und vielen geht es genauso, wenn er keinen Wi-Fi hat. Und wenn in unser Büro Journalisten aus Deutschland kommen, dann ist die erste Frage immer: Habt ihr Wi-Fi? Wie lautet das Passwort? Und wir haben das jetzt im Eingangsbereich aufgehängt, weil wir das nicht immer beantworten wollen. Und erst die zweite Frage: Wo habt ihr die Toilette? Also Wi-Fi und Battery sind heutzutage Grundbedürfnisse. Und kein Hotel erlaubt sich mehr, das nicht zu haben. Und aus diesem Grund bin ich davon überzeugt, dass der Onlinehandel auch im regionalen Raum eine Chance haben kann. Und ich bin froh, dass es in Südtirol einige Geschäfte gibt, die das bereits erfolgreich machen. Warum sollten Sie sich jetzt auf das Internet stürzen? Zunächst rate ich Ihnen: Machen Sie eine Website. Zeigen Sie sie Ihren Kunden, machen Sie einen Facebook-Account und verlinken Sie dort auf Ihre Website, und Sie werden staunen, dass Ihre Kunden jeden Tag zu Ihnen kommen könnten, Sie auch im Internet suchen werden. Und Sie können im Internet Produkte anbieten, die Sie vielleicht im Geschäft gar nicht haben. Oder Sie könnten im Internet andere Ausverkaufspreise machen als im Geschäft oder eben umgekehrt. Sie haben die Möglichkeit zu spielen. Sie haben die Möglichkeit, im Internet mit anderen Händlern zu kooperieren. Vor allen Dingen sind Sie immer beim Kunden. Sie bauen sich ein zweites Standbein auf und Sie orientieren sich am Lauf der Zeit. Sie erinnern sich dran, es ist nicht so lange her, dass es Leute gegeben hat, die gesagt haben: Ich werde nie ein Handy haben, das brauche ich nicht. Und dann hat es nicht lange gedauert, als Menschen gesagt haben: Ich brauche kein Smartphone, weil es macht keinen Sinn, dass Internet und E-Mail dauernd verfügbar sind. Es gibt heute praktisch keine Handys mehr zu verkaufen, die das nicht haben. Die Digitalisierung der Welt, die schreitet voran und die macht auch vor unseren Landesgrenzen nicht Halt. Und wir sind gefordert, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen, heranzutasten, weil wir es brauchen, um uns halten zu können. Und jetzt kommt die Auflösung. Handel ist mehr als der Austausch von Waren, von Dienstleistungen und von Geldwerten. Handel ist immer die Beziehung zwischen Menschen. Und das ist der große Unterschied zwischen dem Onlinehandel und dem stationären, dem alten, dem überkommenen Handel. Und der kleine Prinz, der sah in diesem Bild mehr als einen Hut. Er sah darunter einen Elefanten. Und das war seine Gabe, sozusagen diese Fähigkeit zu haben, hinter die Dinge zu blicken, auf der Suche nach Erfahrungen, nach Erlebnissen. Und wir alle sind jeden Tag auf dieser Reise nach Erfahrungen. Und wenn jemand spontan oder geplant einen Schwenk in Ihr Geschäft macht, denken Sie daran, diese Person, die sucht nicht primär einen Liter Milch oder einen neuen Schuh, sondern er sucht eine Begegnung mit einem Menschen, er sucht eine Erfahrung, er möchte aus Ihrem Geschäft hinausgehen und ein gutes Gefühl haben. Noch viel mehr als eine Einkaufstasche mit einem Produkt. Ich wünsche Ihnen, dass Sie nicht nur Händler sind, dass Sie auch Geschichtenerzähler sind, dass Sie die Fähigkeit haben, Menschen zu begeistern. Und dann bin ich überzeugt, dass der Südtiroler Handel erfolgreich bleiben wird. Vielen Dank.